Der IKK und der Signal Iduna und dem Versorgungswerk des Handwerks. Vielen Dank dafür. Ohne Sie wäre das so nicht möglich. Dann möchte ich gerne meinem Team danken, der Frau Bernhard, der Frau Hermann und der Frau Markheiser, die die ganze Organisation hier durchführen, dass wir schöne Blumen haben, dass wir eine Band haben. Also vielen Dank dafür. Und jetzt darf ich Sie eigentlich noch recht herzlich zum Essen einladen und zum Getränken und noch einen schönen Abend wünschen. Dankeschön. Ja. Ich bin trotzdem. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Mein Name ist Karl Lamers. Ich bin hier, um denen, die heute ihre Abschlusszeugnisse entgegengenommen haben, herzlich zu gratulieren. Es ist wunderbar, dass wir heute 150 Gesellinnen und Gesellen ins Berufsleben praktisch entlassen. Es ist ein ganz wichtiger Tag in ihrem Leben und ich wünsche allen, dass sie sich so beruflich verwirklichen können, wie sie sich das wünschen. Sie haben eine tolle Ausbildung jetzt hinter sich und jetzt sollen sie alles daraus machen und für ihren Lebensweg alles, alles Gute. Dankeschön. Daniel Born, SPD-Landtagsabgeordneter. Ich komme jedes Jahr gern zur Freisprechungsfeier beim Reiterkreis Handwerkerschaft. Bin beeindruckt davon, was die jungen Leute geleistet haben. Bin beeindruckt davon, wie viele junge Leute sich jedes Jahr bereit finden, in den Bereich des Handwerks zu gehen. Das sind wirklich gelebte Erfolge und wir brauchen das Handwerk und wir brauchen so engagierte junge Leute. Und ich sage herzlichen Glückwunsch und jetzt lasst es rocken. Nun haben wir einen der Hauptsponsoren. Bitte stellen Sie sich uns vor. Ja, grüß Gott und guten Abend. Mein Name ist Bernhard Karl. Ich bin Vorstandssprecher der Volksbank Kurpfalz in Heidelberg und für die ganze Region. Es ist relativ einfach, warum wir uns an dieser Veranstaltung hier auch finanziell beteiligen. Ganz einfach, es sind die Wurzeln unseres Geschäftsbetriebes. Unsere Bank ist vor knapp 160 Jahren für Gesellen, für Handwerker, Mitarbeiter gegründet worden als Selbsthilfeorganisation. Das ist das Wesen der Genossenschaft und deshalb begleitet man natürlich auch den Prozess der Handwerkerschaft und der Freisprechungsfeier jedes Jahr. Und Sie haben es vielleicht vorhin gehört, ich bin auch stolz darauf, dass noch so viele Menschen handfeste Berufe erlernen. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Jens Intelisano Knollmann. Ich bin der Beauftragte von der Signal Iduna Versicherung hier in der Region, Rhein-Neckar-Kreis. Und ich oder wir sponsern bzw. beteiligen und unterstützen das Handwerk hier vor Ort schon seit vielen Jahren bundesweit. Und ja, es sind immer gern natürlich auf diesen Veranstaltungen und beglückwünschen auch letztendlich die ganzen Teilnehmer und die Absolventinnen in diesem Jahr, wünschen denen auf dem weiteren Weg viel Glück und hoffen, dass sie dann auf den nächsten Veranstaltungen, ob es um den Fachwirt oder um den Betriebswirt dann letztendlich geht im Handwerk, man sich wieder sieht. Vielen herzlichen Dank für das Interview. Bitteschön. Zukünftig, oder?
Mein Name ist David Hoppner. Ich freue mich sehr über meinen Gesellenbrief als Friseur. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe eine Regieanweisung von der Feuerwehr bekommen. Ein Fahrzeug hält nicht. Er hat 10 Minuten Zeit und wird abgeschleppt. HDAL 6472. 10 Minuten. So, dann kommen wir zum Punkt Freisprechung. Wir kommen zum Punkt Freisprechung. Und zwar, was ist das? Freisprechung, das klingt so komisch, weil schon oft gesagt, warum ist Freisprechung eigentlich ein nicht anzugänglicher Name? Und mit Knast hat das dann ein bisschen Sinn zu tun. Ich mache es ganz kurz in wenigen Sätzen erklären. Früher, ich habe noch aus dem vorigen Jahrhundert oder dem vorvorigen Jahrhundert, wenn jemand eine Lehre begonnen hat, dann wurde er quasi dem Lehrherrn übergeben, hat dann beim Lehrherrn gewohnt, gelebt über diese Zeit der Lehre. Und da wurden immer, also andere Dinge verlangen wie heute, das wollen wir jetzt keine Angst haben, aber so die 7 Tage oder 6 Tage Woche soll an der Tagesordnung gewesen sein, waren auch andere Arbeiten als das Handwerkliche dabei, da war das mit dem Hund Gassi gehen vielleicht doch die einfachste Dinge, es mussten Besorgungen gemacht werden, ein Lehrling war für einfach alles da. Und dann kam der Tag der Prüfung und nach dieser Prüfung gab es dann eine Freisprechung. Der oder der junge Mann oder die junge Frau wurde dann quasi freigesprochen von der Last oder dem Druck des Lehrern. So ist das auch zu sehen. Heute machen was anders, nur dass Sie mal den Hinterbegriff etwas wissen, um was das da gegangen ist. So, jetzt kommt's. Also, ich bitte nun alle, die hier Gesellen sind und Gesellen, sich von ihren Plätzen zu erheben. Sehr stattliche Anzahl. Es kommt der berühmte Satz aufgestanden. Sind Sie als Auszubildende und hinsetzen dürfen Sie sich als Gesellinnen und Gesellen. Herzlichen Glückwunsch. So, es folgt nun die Übergabe der Gesellenbriefe, der Urkunden. Dazu darf ich unseren Geschäftsführer, den Herrn Menser, auf die Bühne bitten und dann die jeweiligen Obermeister. Wir haben es heute etwas gemacht, etwas verändert. Wir ändern jedes Jahr ein bisschen, drehen an der Schraube, an der Zeitschraube, dass sie möglichst bald hier erlöst sind. Wir bitten dann alle, sich hier, der Herr Menser wird sie aufrufen, gewöhnlicherweise hier an der Bühnenseite aufzustellen. Und wenn dann die Ersten oben sind, Sie sehen es dann oben am Band, werden die Namen angezeigt. Wenn die Ersten oben sind, dann nehmen Sie auf die Nächsten auf. Und unsere Frau Markheiser ist sehr gut im ABC, ordnet sie dann im ABC ein. Weil hier vorne, das hat schon sie aber nicht so richtig geklappt. Aber die Frau Markheiser kann das weiß ich, ich habe es gewissen vorhin. Die ordnet sie dann ein. Und wenn sie dann hochkommen, dann sind die Überkunden auch im Alphabet schon geordnet. Also später beim Essen geht es wieder hin dazu. Aber jetzt mal so. Herr Menser. Ja, ein herzliches Willkommen von mir als Vertreter der Kreishandwerkerschaft. Ich möchte auch allen ganz recht herzlich allen Absolventen heute gratulieren. Das ist eine tolle Sache, der Gesellenbrief. Ich wurde vorhin draußen angesprochen oder gefragt, ja, ich sehe den Bachelor ähnlich. Also, ich bin es nicht. Es gibt auch keine Rosen jetzt. Aber viel wichtiger, es gibt jetzt den Gesellenbrief. Und der Norbert Engels hat eben schon gesagt, wie der Ablauf ist. Ich werde jetzt gewerkeweise aufrufen, also nach den Handwerken. Und die Gewerke soll ich am besten schon mal rechts aufstellen an die Wand.
und die Frau Markheiser wird auch mit dem Alphabet ein bisschen helfen. Wir beginnen mit der Glaserinnung Region Unterrannicker. Also alle Glaser bitte schon mal rechts aufstellen. Und ich bitte den Obermeister der Glaserinnung zu mir hoch, den Hans-Jörg Becker. So, jetzt bräuchte man die Folie mit den Namen. In der Reihenfolge sind auch die Gesellenbriefe hier oben. Also es wäre gut, wenn man so auf die Bühne hochkommt. Und ich darf jetzt schon die Glaser zu mir hochbringen. Damen und Herren Schneider, rechts aufstellen, es sind nicht so viele. Und ich darf auch schon die Obermeisterin, Frau Hegel-Ebinger, zu mir hoch. Also es müssten vier sein. Weiter mit der Innung für Elektro- und Informationstechnik Heidelberg. Hierfür bitte ich den Obermeister Herrn Jürgen Scheurer zu mir hoch. Alle Elektro- und Informationstechniker bitte rechts aufstellen. Herr Illing, stellvertretender Obermeister, kommt auch mit. Innung Rhein-Neckar. Hierzu darf ich den Obermeister Herrn Rudolf Vogel und seinen stellvertretenden Obermeister Herrn Barski zu mir hochbitten. Und alle Raumausstatter und Sattler bitte rechts aufstellen. Ja.
Raumausstatter bitte zuerst. Raumausstatter kommt zuerst. So, wir machen weiter mit der Konditorin in Heidelberg. Hierzu darf ich Frau Obermeisterin Martina Schafold-Kübel zu mir hochbitten. Und alle Konditoren und auch Fachverkäufer bitte rechts aufstellen. Wir machen weiter mit der Maler- und Lackiererin in Heidelberg. Hierzu bitte ich den Obermeister Helmut Jakoba zu mir hoch. Und alle Maler und Lackierer dürfen sich schon mal rechts aufstellen. So, wir machen weiter. Wir machen weiter mit der Fleischerinnung Mannheim Heidelberg. Hierzu bitte ich Herrn Obermeister Otto Riedenhäuser zu mir hoch. Und alle Fleischer und Fleischerfachverkäufer bitte rechts aufstellen und zuerst die Fleischer bitte.
nächstes Jahr wieder. Weiter mit der Metallinnung Heidelberg. Hierzu bitte ich den Kreishandwerksmeister und Obermeister Norbert Mengs zu mir hoch. Das sind alle Metallbauer bitte, Feinwerkmechaniker, für den Fest aufstellen. Ja, weißt du, das ist ein bisschen damit.
fa. Háblame de esto. Sehr geehrte Damen und Herren, Sie sehen mich als Vertreter des Berufsstandes, der sich freut, wenn er Geld ausgibt. Der sich auch freut, wo selbst seine Wurzeln waren und die seines Unternehmens. Denn die Volksbank Kurpfalz ist gegründet als Bank für Handel, Handwerk und Gewerbe. Und jetzt bin ich ja auch schon im Alter, wo man sich bei so vielen jungen Menschen freut. Meine Damen und Herren, Sie haben was Vernünftiges gelernt. Es gibt Tage, wenn ich Zeitung lese, da weiß ich nicht, ob wir das getan haben. Also Sie haben was Handwerkliches gelernt. Ihnen allen herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe natürlich, dass Sie dann auch alsbald Kunde werden bei uns, weil von uns kriegen Sie immer einen guten Rat. Und wenn mal etwas schief geht bei der Bank, würden Sie sich immer an mich wenden. So, das war der Werbeblock. Und jetzt freue ich mich unheimlich, dass die jungen Damen, die auch nicht Bäcker, Konditorin, Konditorin, sie verschenken Freude. Jeden Tag bei den Brötchen und Brote, die gebacken werden, jeden Tag bei den Süßigkeiten und den guten Kuchen. Ich freue mich, dass Sie zu dritt auftauchen und weiß ich nicht, der Mensa oder wer ist der nächste Kongress? Das ist der nächste Kongress. Habe ich das richtig verstanden? Sie loben unser Handwerk, das Gute, das Beste, das Allerbeste. Ich weiß das, aber da ist kein Denker dabei. Ich muss nur gesagt haben. Sie haben das Handwerk jetzt hochgelobt in den besten. Vielen, vielen Dank. Aber nur, dass Sie es wissen, da ist kein Denker oder so dabei. Jetzt Thank you.
Anwesenden, Professor Dr. Karl Amers mit seiner Referentin Frau Schwerin. Da bitte ich jetzt alle Fachverkäufer und Bäcker, bitte sich rechts aufzustellen. Und ich bitte Herrn Wolfgang Frisch, den Obermeister der Bäcker, hier zu mir. Und Herrn Grab als Herr richtig? Weiter, da sind die Bäcker drauf. Danke. Wir kommen zum letzten Handwerk, was heute geehrt wird und auch die Friseurinnung. Das ist die Friseurinnung Heidelberg-Kraichgau. Dazu bitte ich die Obermeisterin Monika Münch zu mir hoch und bitte alle Friseure rechts aufstellen.
So, wir kommen nun, nachdem wir mit den einzelnen Gewerken hier durch sind, kommen wir nun zur Auszeichnung der Prüfungsbesten. Und dazu darf ich den Kammerpräsidenten Herrn Jöst hier auf die Bühne bitten. Der noch einen drauf sitzt. Und zwar gibt es immer Besten des Jahrgangs und dazu möchte ich jetzt die jungen Damen und Herren ehren. Eine Urkunde werde ich vorlesen. Die jungen Damen und Herren hören es vielleicht auch oder soll ich lauter reden? Gut. Also eine Urkunde verlese ich, damit es dann nicht zu lange wird und dann rufe ich nur noch die Namen laut. Jetzt wäre zum Beispiel Besa Emini, wird für gute Leistungen in der Gesellenprüfung in dem Ausbildungsberuf Glaser durch Verleihung dieser Urkunde ausgezeichnet. Wann hat den 22. September? So, ich bitte Herrn oder Dame Emini, Glaser, hat er mich nicht gehört? Wo sind die Glaser? Technik. Kriegen wir Ton auf die Bühne nach hinten? Leider ich habe jetzt Anna-Christine Greyer oben, die Jahresbeste ist. Herzlichen Glückwunsch. Angelika Janssen, ebenso Beste. Herzlichen Glückwunsch. Julian Schäfer, Raumausstatter. Der nächste Raumausstatter, Herr Fechner, kann auch noch kommen. Das ist nicht einfach, sie haben gedacht, es ist alles so einfach, als wir noch nicht arbeiten können. Wo sind die Herren? Julian Schäfer? Frau
brauchen einen Übersetzer, dass man es hinten auch versteht. Letzter Michael Feschner, ebenfalls Jahrgangsbeste. Jeremy Johnson, Frau Laura Wahl, Auditorin, bist ja nicht so weit hinten stehen. Laura Wahl. Komm. Ich glaube, Sie müssen alle ein bisschen vorrücken, dann ist es viel einfacher. Annika Beute, Konditorin. Aber jetzt so lockerer. Wo ist die Annika Beute? Oder ist sie nicht da? Annika Beute. Also. Dominika Legron, auch Konditorin. Hat sie gehört? Komm. Sehr schön. Herzlichen Glückwunsch. Lena Bräunig. Sie die Beste als Konditorin. Oliver Eppe, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk. Oliver Eppe. Schwierig. Ist nicht da. Aber ist Marc Bilder als Fleischer? Auch nicht da. Hanna Treffers, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk. Sie ist da. Herzlichen Glückwunsch. Ach, danke. Rebecca Schuster, Fachverkäuferin, ist auch nicht da. Marisha Asani. Heidi Kasche, Bäckerin, ist da. Hervorragend. Und noch Michelle Ziegler. Paul Isiko, Metallbauer. Ist er da? Okay. Und Tobias Jeck, ebenfalls Metallbauer. Maximilian Mohr, Schreiner Tischler.
Konstanze Schmetzer. Ja, Melanie Kofler, Friseurin. Ja, das ist der Schaffer. Das war's. Ich denke, den jungen Menschen, also allen und auch den Besten, nochmal einen ganz kräftigen Applaus. Vielen Dank. So, das hat ja alles ganz gut geklappt, dass Sie da hinten nicht so gut hören. Das liegt an der Technik. Nächstes Jahr werden wir da noch einen Ansprecher hinstellen. Also, wir haben noch eine Ehrung einzufügen. Machen wir jedes Jahr. Und nur was ganz, ganz Besonderes, also so ein Leckerbissen, den man sonst nirgends anbringen kann. Es geht um jemanden, der schon alle Ehrungen hat und mit seiner unendlichen und uneigennützigen Arbeit nach wie vor ganz vorne dabei ist. Eine Lage dazu werde ich jetzt nicht abhalten, sonst wäre der Abend mit Sicherheit um. Die Verdienste sind so herausragend, dass ich heute eine Ehrung des Bundesarbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften vornehmen kann, da unser Geschäftsführer Tobias Menser auch Mitglied des Vorstandes der Bundesarbeitsgemeinschaft ist, werden wir die Ehrung gemeinsam durchführen. Es geht um einen, wir haben es heute Abend auch schon öfters gesehen, es geht um den Obermeister, den Raumausstatter und Sattlerinnen Rhein-Neckar Rudolf Vogel. Rudolf, flieg hier ein. Also die Geheimhaltung hat geklappt, da habe ich nichts gewusst und jetzt brauche ich die Urkunde. Das klappt. Ich darf sie vorlesen. Das ist die goldene Ehrennadel in Anerkennung und Würdigung seiner hervorragenden Verdienste um das Handwerk, insbesondere um die Organisation der Kreishandwerkerschaften, wird Herrn Rudolf Vogel auf Beschluss des Präsidiums, deswegen hat es ein Jahr gedauert, die goldene Ehrennadel der Arbeitsgemeinschaft der Kreishandwerkerschaften in der Bundesrepublik Deutschland verliehen. Die sitzen in Iserlohn, der Präsident und so, Rudolf, herzlichen Glückwunsch. Kurpfalz vergibt bei unserer jährlichen Freisprechungsfeier immer einen Preis an die oder den Prüfungsbesten. In diesem Jahr ist das anders. Wir haben nämlich gleich drei solcher Besten. Note, ich darf sagen, 1,4. Klingt schon etwas schwebhaft. Ich hatte nie so eine Note, deshalb bin ich da ein bisschen neidisch heute noch. Und die Volksbank Kurpfalz hat sich nun entschlossen, an jeden der drei einen Preis zu vergeben. Und dies ist gerade in der heutigen Zeit, in der jeder vom Sparen spricht, nicht alltäglich und deshalb sehr, sehr lobenswert. Vielen Dank. Vielen Dank im Namen des Handwerks und der Treffenden. Ich darf nun den Vorstandsvorsitzenden der Volksbank Kurpfalz, Herrn Karl, zur Verleihung auf die Bühne bitten. Und darf schon mal aufrufen, Frau Heidi Kaschut vom Bäckerhandwerk, Annika Beutler von den Konditoren und Lena Reuning auch von den Konditoren. Also alle waren hier.